Trink doch, du verdammter Typ. Okay, die Taktik war schon mal nicht die falsche, aber man steht da wieder alles. Es hat nicht funktioniert. Jared war zu stark für uns. Hat uns nichts mit Jared Leto zu tun, da ist jemand anders. Nur mal so. Nebenbei. So, den ganzen Gelaber können wir zum Glück jetzt überspringen. Bartram, du verräterischer Hund. Komm. Das hatte ich. Mors! Verräter! Diesmal ich hätte wissen müssen, dass du deine. Tötet sie! Tötet sie! Töten sie, töten sie! So, flächendeckender Schaden. Plus 100 Attacke. Und der macht einmal den hier und macht den. Kaboom. Nochmal bitte. So, wo bin ich jetzt mit dem Mors? Ja, der hat ja super viel jetzt gerade drauf. Drei Leute auf einmal. Gerade sind die aber schneller gestorben. Ach, guck mal. Ich sollte vielleicht noch den Zauber nehmen. Dann funktioniert das auch. Dass Mors gar nicht in wenigen Sekunden tot ist. Kann ich noch zwei davon nehmen? Kann ich. Folgen. Gemetzel. Hund auf den, der ist zwar gleich tot, aber ist egal, ist nur der Hund. Sieht besser aus als gerade. Das sieht deutlich besser aus als gerade. Und jetzt alle drauf, jawohl. Geht doch. Ich hoffe, diese Bastarde verbrennen in den sieben Höllen. Beeindruckend. Ihr kämpft gut für euer Alter. Ich habe Schädel gespalten, da hast du noch in deine Windeln geschissen, kleines Mädchen. Charmant. Mors ist einer unserer besten Grenzer. Mormont hat ihn nicht umsonst ausgewählt, um dich zu eskortieren. Gut. Und was wollt ihr nun tun? Wir müssen seinen Anführer finden, der sich uns unter dem Namen Godric Dornhall vorgestellt hat. Am besten folgen wir der Spur der Kerle, die er bestochen hat. Das Geld, das er verteilt hat, ist mit seinem Geruch behaftet. Mein Hund wird ihn problemlos aufspüren können. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Die Wege dürften sich sehr schnell verzweigen. Und nur einer kann uns zu ihm führen. Wege, die sich verzweigen. Eieiei.
Ist ja nicht so, dass die Karte sich verzweigt, aber trotzdem immer an der gleichen Stelle endet. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ach, Westeros-Archiv. Neuer Geruch. Kommt die denn alle her? Die ganzen Gerüche. Ach, die Währungen. Aha. Die Silberhirsche. Okay, dann wechseln wir erstmal auf Ser Mormont. Nicht Ser Mormont, Ser Mors. Jetzt sehe ich von Unfug, ey. Kann ich immer noch was machen? Oder nicht? Achso, ich sollte auch. Piffi. Okay, Jennas Geruch. Dritter, zweiter, erster Bestochener. So, nehmen wir hier. Das sind alles andere Gerüche. Okay, ein Geruch, zwei Gerüche. Ne, die gehen alle nach da. Mal diese miefigen Hunde. Okay, die gehen alle drei in die Richtung. Ganze Bande. Und dann von hier aus nach. Hier ist keiner. Hier haben sie sich dann, glaube ich, getrennt. Nein, haben sie auch nicht. War hier dann. Ja, hier dann endgültig. Okay, dann folgen wir erstmal der Spur. Wo immer die uns hinführen mag. Die führt uns, wie erwarten, nach Mulwarft. So, da unten lang. Stört es, dass manchmal mit dem Aufspüren nicht richtig geht. Dass die Wege hier alle nur zu einem Ziel führen. Dann wollen wir doch mal dahin. Ich wollte zwar eigentlich noch nicht nach Mulwarft rein, aber Moment, ich gucke jetzt noch einmal nach der orangenen Fährte. Theoretisch müsste die ja woanders hinführen. Die müsste ja. Die Leiche eines eingeschworenen Bruders. Er wurde wohl wegen seines Geldes umgebracht. Der Geruch vom Geld geht hier weiter. Wenn ich ihm folge, müsste ich auf seine Mörder stoßen. Vermutlich, ja. Ich habe da so eine Idee, wer das sein könnte, der Mörder. Ach nein. Sieh meine an. Der Raff. War ja klar. Du schon wieder. Was willst du dieses Mal von mir? Ich habe nicht weit von hier die Leiche eines Bruders der Nachtwache gefunden. Die Spur führt direkt zu dir. Wenn man sich immer nur durch Scheiße gräbt, findet man nur noch mehr Scheiße, Mors. Das werden wir ja sehen, du Mistkerl. Es wird mir ein Vergnügen sein, dich aufzuschlitzen. Oh ja. Ach, der ist natürlich auch wieder nur ein bisschen Elite, war ja klar. Wäre sonst auch zu einfach gewesen. Schön. Überhaupt Schaden.
Gerade. Jawohl. Ich habe auch nämlich nicht gespeichert. Das ist vielleicht jetzt auch ganz gut gewesen. Aufhören! Oh, wie er heult. Sprich, bevor dich der Tod holt, du Mistkerl. Bei den Göttern, Moos, ich verblute. Der Anführer der Südländer, sag mir, was du über ihn weißt. Die Schmuggler von Mulwaft haben eine Vereinbarung mit ihm. Aber er ist nicht so leicht aufzuspüren. Du hast einen unserer Männer angegriffen. Ich... Raff? Na toll. Raff! Falsche Frage. Hätten wir die andere mal zuerst gemacht. An diesem Schurken werden wir nichts mehr erfahren. Mist. Die Spur endet hier. Ich sollte zurückgehen, um zu sehen, ob die anderen Wege zu interessanteren Dingen führen. Boah. 40 Silber. Jetzt muss ich erstmal speichern. Achso, ich muss ja den wie den Fifi schnappen. Was ist jetzt? Ist das jetzt der, den ich gerade hatte? Gucken wir mal. Das ist der gleiche. Ach, guck mal, hier sind zwei. Plötzlich. Hier sind die anderen beiden Gerüche. Die führen beide hier rein. Scheint. Jawohl. Wo führt der Grüne hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Bin ich blind? Mein Näschen verlassen. Ach, guck mal. Brauch ja nie laufen, ist ja noch besser. Ein paar versteckte Silberhirsche. Der Verräter muss gedacht haben, dass sie hier sicher sind. Die eine spucken da runter. Oh. Sehr. Würdet ihr mir verraten, was ihr da tut? Nichts, das dich etwas angehen würde. Kein Grund, nervös zu werden, mein Freund. Ich bin niemand, der der Nachtwache Probleme bereitet. Allerdings durchwühlt ihr gerade meine Sachen. Also, ich möchte keinen Ärger, aber wenn ich das bitte zurückbekommen könnte... Du behauptest also, dass das Geld, mit dem Brüder der Nachtwache bestochen wurden, dir gehört? Nun ja, nein, vielleicht hat irgendein Dreckskerl es da hineingetan. Das ist wirklich nicht das beste Versteck. Verschwinde, du Schwein, bevor ich dir die Kehle durchschneide.
das eine gute Idee war. Die Spur endet hier. Ich sollte zurückgehen, um zu sehen, ob die anderen Wege zu interessanteren Dingen führen. Bleibt mir nur noch der eine. Der da. Ah, ich sehe wieder was. Ich rate die Tunnel von Mulwaf, natürlich. Was für eine Überraschung. Einige der korrupten Brüder haben sich direkt auf den Weg ins Bordell gemacht, nachdem sie ihren Anteil gesichert hatten. Was auch sonst. Immer ins Bordell. Mann. Schlimm sowas. Was lädt das so lange? So. Da kann ich aber eine Menge bereden. Und ich habe ja noch die Quest hier, die Sachen von unserer Dame zu besorgen. Aber, hat der gerade gespeichert? Weiß ich gar nicht. Ich speichere nochmal und ich werde an dieser Stelle ein Päuschen machen. Und deswegen sage ich mal, bis in der nächsten Folge oder bis gleich oder wie auch immer. Und ja, man sieht sich. Bye, bye.